sieht es bei dir aus? Du bist, hast du vorher schon Theater gespielt? Nein, Theater nicht, aber wir haben ein Stück mitgerappt, das nennt sich Winnie, das war der Black Tiger und der Red G. Und dann bin ich jetzt in das Theaterprojekt reingeschlittert und ja, also ich mache gerne weiter. Okay, Marco, du bist der Einzige, der nicht aus der Hip-Hop-Szene kommt. Ja. Du bist Regieassistent bei Gleis X. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Hat dir das Geld irgendwie gesehen auf der Straße und gedacht, das ist der Mann? Oder wie ist das gegangen? Du bist jetzt die Erste, die Frage überhaupt stellt von diesem ganzen Haufen. Ja, eben. Ich habe irgendwann mal so ein Inserat gesehen in Kuppel. Das ist so ein Laden in Basel, Lässig und so. Und mit einer Telefonnummer und dachte, ja, Leute mal an, geht nichts besser zu tun, angerufen. Und dann habe ich die Leute getroffen, so keinen kennt. Wie ist es so, mit den Hip-Hopper zusammenzutreffen? Ja, das ist gut. Außer dass sie alle Sport kommen und die geilsten Ausreden haben, ist voll okay. Ah, ja, ja, was sind das für Ausreden, das Geld, das dir da vorgeworfen werden? Ich bin gerade schon vor dem Kollegen. Und ja, und dann ist die Mutter von dem gekommen und haben sie fertig gegessen. Und dann haben wir mal gut aufs WC genießen, weißt, und dann am Schluss haben wir noch im Rotlicht gehabt. Und ja. Lässt das zu wünschen übrig. Aber Kollegen, hey, Hip-Hopper, ausschließlich Kollegen aus der Hip-Hopper-Szene? Nein, das ist individuell. Also das ist jeder. Das ist ja eigentlich Hip-Hop. Ist ja eigentlich jeder ist ein Individuum. Mhm. Und jeder trägt so sein Hip-Hop dazu. Also es gibt nicht ein Hip-Hop und dass die alle nachaffen. Eben nicht. Was ist das originell und das Original zugleich. Und kommen wir weiter. Gibt es nicht verschiedene Hip-Hop-Klicken? Also, dass irgendwie dass so Gangs gibt, die gegeneinander ankämpfen? Gibt es verschiedene Merkmale für die jeweiligen Klippen, Klicken, Farben oder Handgrüße? Oder was ist das? Man muss sagen, Crews. Es sind Crews. Keine Gangs, keine Klicken, es sind Crews. Crews sind Gruppierungen, wo sich zum Beispiel verschiedene Sprayer zusammen dienen oder verschiedene Tänzer oder Sprayer und Tänzer. Und dann unter einem Namen tun sie wieder. Gehen an Partys, gehen an Events und wieder dort ab. Aber es ist nicht so, dass die jetzt nur mit denen Leute verkehren. In der Regel ist es schon so, dass sich gewisse die gruppieren, aber immer wieder andere haben auch Kontakt miteinander. Mhm. Man befruchtet sich gegenseitig. Befruchten. Schöner Ausdruck. Wie habt ihr euch, seid ihr alle der gleichen Crew gewesen, sozusagen? Oder wie hast du die Leute rausgefunden für das Theater? Hast du die irgendwie gecastet? Hast du ein Vorsprechen gemacht? Wie ist das abgegangen? Ja, wir haben es eben so gemacht, dass wir ein Inseratblatt, ja, den Inseratblatt auf dem Computer entworfen und haben das kopiert und überall aufgehängt. Und dann haben sich diverse Leute gemeldet, diverse Leute haben ich angehauen. Also ich habe Tarek angesprochen, Butch und so. Mit ihnen bin ich eh regelmässig zusammen und sie haben das eh alles gesehen. Und ein Teil von den Leuten, wo dort dazukommen, den ich vorher noch nicht richtig kennt, oder sind auch gar nicht. Aber das sind etwa 20%. Die restlichen 80% haben sich schon vorher irgendwie kennt. Sind die aus der ganzen Schweiz oder nur aus der Basler Szene? Nur Basel, weil das Stück ist auf Baseldeutsch und soll Basel repräsentieren. Mhm. Mit was man nicht die anderen Städte wissen, aber es ist ein Stück über und um Basel. Okay. Ist ja das ein ziemlich außergewöhnliches Stück? Vielleicht auch für dich, Marco. Was hast du vorher? Hast du schon Regieassistenz gemacht und wenn ja, in welcher Art? Hast du irgendwie schon sonst so junges Theater gemacht oder was hast du? Ja, ich habe im Stadttheater mal eine Regiehospitanz gemacht, bei Rigoletto. Das ist eine Oper von Giuseppe Verdi. Sehr schön übrigens. Süffig, stimmt gut. La Donna Mobile und so kommt dort vor, das kennt vielleicht jeder. Kannst du schnell singen, sonst? Ja, unbedingt. Das lernen wir jetzt besser. Okay. Es geht Fernsehen kaputt. Und dann habe ich angefangen so mit den ersten Assistenzen. So. Okay. Und das ist so mein Werdegang bis jetzt. So. Aber sonst bin ich eigentlich Seiteneinsteiger. Und in Zukunft noch einmal so etwas in dieser Richtung gefaltet, ja, dass mit Jungen... Ich plane nicht weit, ich habe aufgehört, irgendwann mal meine Zukunft zu planen. So. Ich nehme einfach und mache. Mhm. Sieht es bei dir aus, Kelt? Bist du so ein bisschen... Willst du weiterfahren mit Theater oder so? Theater ist mehr eine weitere Ausdrucksform neben Tanz, neben Umgang mit Sprache, mit Musik. Und ich habe schon Ambitionen, wieder mal etwas in Richtung Theater zu machen. Aber da will ich jetzt einfach mal schauen, was so auf mich zukommt. Aber ich habe schon Blut gelegt. Okay. Das schon sagen. Apropos Tanz, du hast angesprochen, Breakdance ist ja der Tanz des Hip-Hops. Ist das korrekt? Ja, das ist so, ja. Also kommt noch Electro-Boogie dazu, Smurf, aber das kennen die wenigsten. Das geht dann zurück in die Geschichte. Wo lernt man das, Breakdance? Ja, das lernt man, wie man Bock hat, am besten selber. Selber? Wie alles eigentlich im Hip-Hop. Da musst du noch immer ein Vorbild haben, wo du kannst abschauen und so. Geht ihr da alle zusammen irgendwo? Also ich tanze ja eigentlich nicht. Mhm. Ich habe früher mal getanzt. Ja. Was ich mache, ist sprayen und rappen. Mhm. Und
Das reicht für mich. Okay. Ich bin glücklich mit dem. Du tust Breakdance oder auch nicht? Ja, er ist ein bisschen abgelenkt. Sie spielen hier auch spielen, oder? Schon recht. Du tust Breakdance? Nein, also eigentlich weniger Breakdance. Das habe ich früher immer gemacht. Und apropos Breakdance. Für alle Breakdancer, die da draussen stehen, in der Schweiz, die uns jetzt zuschauen, los zu, die letzten drei Tage von Gleis X kommen eventuell Quickstep und Rockefeller aus New York zu uns. Wer ist das? Kannst du schnell erklären? Ich weiß es nicht. Also, das sind Full Circle-Leute und die werden dort sehr wahrscheinlich drin sein, drum und dran. Also schauen die rein. Es sind New York Breakdancer. Okay, sorry, dass ich das nicht gewusst habe. Ist das ein bisschen peinlich gewesen? Vielleicht bist du selber schon in New York gewesen. Reis Coast ist ja das Szene noch recht gross. Ich bin gesehen, ja, aber im 91, das ist auch schon eine Zeit her, bin ich dort mal 10 Tage abhängen und ein Stück von Big Apple mitgenommen. Dort ist es wahrscheinlich ein bisschen krasser mit diesen Gangs. Eben Gewalttätigkeit oder wie ist es dort? Also der Schuhkauf in der Bronx ist mir schon komisch reingekommen. Ich habe mich schon nicht gefühlt wie in Basel. Also, es ist eine super geile Stadt zum Anschauen, aber wohnen möchte ich dort nicht. Jetzt wollen wir doch gleich schauen, wo wir so über Breakdancen geredet haben, wie das eigentlich hier innen aussieht. Geld, könntest du uns schnell ein kleines Beispiel geben? Okay, können wir mal schauen. I started with hip-hop some time ago. Breaking was my passion, was my soul. I didn't realize what hip-hop was all about until I got my own style to rock the crowd. I know it's not easy if you wanna be creative. Try to be you, be a man looking for ladies. And little respect, but you could never mind. Believe when your friends said nothing, white lines. Back in everybody's minds when hip-hop gems were fresh. Double Trouble, Busy Bee, The Fantastic Five, Millie Mel and Grandmaster Flash. Do you know the movie Wild Style? Or Kenny Lee and Jolly and Beat Street? Subway Station, Battle Cry. Move your feet. Everybody over here and everybody over there, put your hands in the air, let me hear you say yeah. Everybody jam in the funk, jump in sound. Ja, ich muss sagen, also mir imponiert, ich weiss nicht, wie die erste Heim haben, aber es geht, wie lange... Tönniwechsel! Wie lange tust du schon breaken? Seit 1987. Dort habe ich angefangen mit Breakdance. Also 1984 habe ich die erste Welle mitbekommen. Juhu, lustig, aber nicht richtig weitergemacht. Und dann bin ich durch den Magoo und den Prawn zum Breakdancen gekommen. Und dann habe ich von tanzen. Aber nie irgendwie 10 Jahre voll ambitioniert. Okay. So für mich, dass ich mich wohlfühle. Ja. Wie bist du in die Hip-Hop-Szene reingerutscht? Also ja, durch verschiedene Umstände. Früher hat es halt nicht so Crews gegeben, wie es jetzt der Dago beschreibt, sondern früher hat es Gangs in Basel. Also da haben sich Leute zusammengeschlossen, verschiedene, also ausländische Jugendliche, Spanier und Italiener haben es Bandboys gegeben. Und wir haben damals schon Rap gelost. Aber der Schritt zum wirklichen Hip-Hop ist dann durch das Geld passiert. Aha. Geld. Du hast die alle Schöfli unter deine Fettiche genommen. Jawohl. Hey, merci, seid ihr hier gewesen. Das Geld, Marco, es ist nicht einfach, die Namen zu merken. Und, merci, seid ihr hier gewesen. Es hat Spass gemacht. Ja, ich muss auch schnell etwas sagen. Das ist das Erste. Und ich muss noch schnell etwas rausschicken. Einen Gruß auf Berlin. An den Tom Riesel, an den Regisseur, der das Stück zu dem gemacht hat, was es jetzt ist, inszenierungstechnisch. Fetter Respekt nach Berlin. Tom, wenn du es dann auf der Videoaufnahme siehst, peace. Das geil gemacht. Er wollte auch noch etwas sagen. An alle Tontechniker, die wir gewütet haben, an Gleis 6, an alle Lichtköpfe, an alle die Leute, die hinten dran gestanden sind, insbesondere Anne Schöfer, Dramaturgin vom Stadttheater, Eva und alle die, die uns lieben und alle die euch lieben. Peace. Hey, weiter geht's. Merci, dass ihr hier gewesen.